Wie stehen meine Chancen, Herr Doktor? Tja, wissen Sie, ich mache diese Operation schon zum 28. Mal. Puh, da bin ich aber beruhigt. Ah, gut. Einmal muss sie ja klappen. Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Natürlich habe ich schon wieder diesen scheiß Honig geholt, aber heute ist auf der Tagesordnung, ja, ich weiß, schon nach 2 Minuten, also zumindest 2 Minuten Aufnahme bei mir, wahrscheinlich so 1 Minute tatsächliche Aufnahmezeit, fange ich an darüber zu reden, was wir wirklich machen wollen. Ich bin ein Meisterrekordhalter heute. Heute wollen wir tatsächlich mal noch ein letztes Mal, denn heute wird es klappen, den Dämonenkönig probieren. Heute muss es klappen, denn, ja, ich habe wie gesagt noch 2 Star Wars Titel zur Verfügung, wobei ich mir halt einen so noch aufheben will. Und für ein späteres, ja, spätere Quest. Und dementsprechend muss ich es heute schaffen, schon allein deswegen, weil ich selber keinen Bock mehr habe, es noch ein 5. Mal zu probieren. Das ist schon 6. Mal, ich habe aufgehört zu zählen. Schlimm. Aber egal, wir sind heute wesentlich besser vorbereitet als die letzten Male. Wir haben nämlich einen Maxi-Trank. Hey. Wollte schon sagen, nur einer wäre ein bisschen wenig. Wir haben auch genügend Honig, um uns weitere herzustellen. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Und wir haben Schallbomben. Das ist tatsächlich das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir haben ja beim Chameleons es geschafft, uns welche zu ergaunern. Das war ein hartes Stückchen Arbeit, was wir grandios hinter uns gebracht haben. Dann haben wir Dämonenmittel, wir haben Panzer heute. Warte eine Sekunde. Wir haben keinen Honig? What the fuck? Okay. Wir haben doch nur Panzer heute und Megapanzer, Dämonenmittel und keine Mega-Sachen davon. Ich habe schon wieder keinen Honig. Doch, hier ist er doch. Ich brauche das Extrakt. Ich kann das jedes Mal verwechseln. Egal, wir haben 16 Honig. Sehr schön, da kann der auch nochmal mit. Dann die Fassbomben lege ich erstmal ab, weil ich eh nicht schnell genug bin, die zu legen, wenn er unterirdisch ist. Die Blitzbomben sind tatsächlich sehr wichtig. So, Schallbomben, wie gesagt, nicht vergessen, was aber auch nochmal wesentlich wichtiger ist als alles andere. Das muss einfach gemacht werden, ich habe es angekündigt, der wird jetzt zugeschissen. Scheiß drauf, ob das in irgendeiner Weise schlau ist oder nicht. Was ich verspreche, muss ich halten, also wird der Idiot jetzt zu Tode geschissen. Apropos versprochen und gehalten. Das muss ich nochmal ganz kurz erwähnen. Ich bedanke mich nochmal auch an euch, also bei euch gerade vielmals dafür, dass ein paar doch was geschrieben haben. Auch Kontrameinungen zu meiner bin ich auch jedes Mal offen. Ich mag es zu diskutieren. Auch wenn ich, also solange es nicht dazu ausartet, du bist dumm als Argument zu nehmen, ist noch nicht passiert. Allein dieses grundsätzliche Diskutieren, auch wenn unsere Meinungen grundverschieden sind, ist das, worauf Fortschritt aufbaut. Deswegen. Auch wenn ich nicht dafür bekannt bin, schlau zu sein und diskutieren zu können, es sei denn mit Monstern, in welches Loch ich es noch reinstecken sollte, bin ich immer wieder froh, wenn ich auch mit Menschen mal reden darf. So, dann Schallbombe, Dummbomben, Wettstein, Honig. Haben wir alles mit dabei? Haben wir Bombmaterialchen? Nein, die habe ich natürlich nicht mit. Dann noch Fallen und wir sind voll. Ich weiß, ich habe die 2 extra Fallen diesmal nicht mit, was halt durch die Schallbomben und die unglaublich nötigen Dummbomben ersetzt wurde. Und dafür habe ich eben jetzt die Schallbomben, wie gesagt, mit. Ich denke, es wird ausgleichen. Außerdem habe ich den normalen Schockpfeil sowieso nie wirklich getroffen. Also, was soll's, wenn ich damit eh der größte Vollhorn bin vor dem Herren. Warum soll ich es dann mitnehmen? Jetzt mal ernsthaft, das bringt absolut gar nichts. Und deswegen machen wir es jetzt so. Und auf geht's, tralala, in die Offline-Versammlungshalle. Ich sollte vielleicht noch die Waffe ausrüsten. Just saying. Und vielleicht auch meine Ausrüstung, weil mit G-Rank schafft's ja jeder. Ist ja nichts in einer Request.
Grundsätzlich soll ich es nicht schaffen, daher ist ein Request für mich relativ leicht zu formulieren. Ich habe natürlich die Ausrüstung noch nicht gespeichert. War ja mal wieder typisch. Ach ja, genau, wir haben ja auch ein bisschen Geld, das heißt, ich kann die Rüstung noch weiter aufbessern. Und, was mir mehrmals, ja, stark ans Herz gelegt wurde, ich sollte doch bitte diesen dämonischen Schutz endlich aus der Rüstung rauskriegen. Und noch die andere Fähigkeit, die da Hemmungslosigkeit minus 1 heißt. Also Hemmungslosigkeit minus 1 ist gar nicht so schlimm, weil wir haben ja auch so schon zum Humpel gebracht, daher alles in Ordnung. Aber der dämonische Schutz sollte wirklich mal versucht werden zu verhindern. Ich schaue gerade mal, ob ich zufällig da irgendwas dahingehend dabei habe. Das ist Autoblock, Wurf-Frühaufsteher. Weiß leider nicht, wie das heißt, das ist das Problem. Freundschaftsjuwel, ach wie schön. Habe ich doch endlich Freunde gefunden. Ey, ich habe Alchemie schon mal. Cool. Hunger, heißer Wind, kalter Wind, das wird es nicht sein. Also müssen wir die Wände dann fertigen. Boah, göttlicher Schutz. Wie könnte das heißen? Ich würde eigentlich sagen, das ist ziemlich weit vorne. Wir gucken einfach mal durch, ne? Das ist, bevor ich jetzt Ewigkeiten rate, sollte das eigentlich das Schnellste sein. Wahrscheinlich wird es genau das sein, auf dieser einen Seite, wo es das gibt, was ich mir nicht holen kann. Oder ich werde es einfach fünfmal übersehen und dann aufgeben, weil ich zu dumm bin, so eine scheiß Fähigkeit zu finden. Aber hoffen wir mal, dass das doch recht schnell gehen wird. Es sind ja nur 24 Seiten. Kann man ja auch ein paar Mal dran vorbeiscrollen. Ist ja kein Problem. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie der Skill wirklich heißt. Ich weiß, dass göttliche Kraft ist Schutz. Göttliches Schutzjuwel. Das klingt gut. Das klingt richtig, richtig gut. Ich nehme nicht die Ukandos-Schuppen. Schwarze Perlen habe ich genügend. Her damit. Und wer, das ist es jetzt nicht. So, anbringen. Schön als Ohrringe, weil ich Ohrringe mag. Solange man sie nicht anhat. War es jetzt richtig oder falsch? Wir werden das gleich, aber es war falsch. Nein, ich brauche bloß 5 von den Scheißdingern. Yo, warum nicht? Das war auf welcher Seite? Ungefähr 11, 12? Ah, hier. Ich glaube... Ah, hier auch nur ein nötiger Slot. Fuck, dann ist es schon wieder... Wie viel macht das? Das macht plus 2. Na, dann... Stellen wir uns noch vorsichtshalber eins her, gegebenenfalls müssen wir das halt benutzen, weil wir nämlich bloß 4 Slots haben. Grandios. Aber so hat es sich wenigstens gelohnt, das noch herzustellen. Nein, ich will kein Schneegestöber-Juwel. I'm so sorry, aber Schnee ist nicht mein Ding. Ach ja, genau, das habe ich genau. Fuck, ich brauche neues. Ich muss echt meine letzte Ukandos-Schuppe hergeben. Oh, fuck you. Vor allem nochmal extra Geld bezahlen, weil ich so schlau war, die Dinger schon anzubringen, ohne zu rechnen. Manchmal frage ich mich echt, wie bin ich durchs Leben gekommen. Aber na gut. So. Damit haben wir jetzt auch den dämonischen Schutz draußen. Bitte? Yay! Haben damit leider eine Fähigkeit weniger, aber ich denke, damit können wir in dem Zusammenhang doch leben. Habe ich überhaupt die Waffe gewechselt? Nein, habe ich nicht. Ah, wer es nicht im Kopf hat, der hat es in den Beinen. Okay. Und dann, wo ist er? Der Blango-Vernichter. So, auf geht's jetzt aber wirklich nach 11 Minuten. Grandios. Denn, ich kann euch nochmal kurz erzählen, heute mal wieder Pen and Paper Abend bei der Gruppe, wo ich Meister bin, wo ich mir sogar dieses Mal selber ein Szenario ausgedacht habe, so ein Übergangsszenario, so eine Filler-Folge, von einem Ort zum nächsten zu kommen. Wie gesagt, ich habe es mir ausgedacht, weil es dementsprechend bescheuert war, aber ich kann da nochmal so gleich nachher drauf zu sprechen kommen. Und, hey, wir sind bei Gemüseältesten. Habe ich Farbbälle mit. Haha, Gott sei Dank. So, und, ja, deswegen ist es jetzt mal wieder typisch. Doch, mal wieder, relativ spät. Das heißt, es ist zwar noch nur 10.30 Uhr, geht noch in Ordnung, aber nicht die gewohnte Zeit des höchsten Aktivitätszentrums im Hirn. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Das heißt, ich werde mich versuchen, mal wieder auf den Kampf zu konzentrieren, weil wie gesagt, das ist das letzte Mal, dass ich irgendeiner Weise meine geilen Star Wars Titel hier reinfügen kann. Und das mache ich auch bloß, weil ich zu faul bin, mir für jede Folge einen Namen auszudenken. Und schon wieder Demonius. Nächste Folge und schon wieder Diablos. Und nächste Folge schon wieder Diablos. Und ja, ich habe gerade Demonius gesagt. Lacht ruhig über mich. Was soll's. So, mein Freundchen. Wenn du nicht kommst, muss ich halt tanzen. Ja, das will er nämlich nicht sehen. So einfach geht das. Er hasst es, wenn ich tanze. Verständlicherweise. Oh, shit. Er hasst es auch, wenn ich ihn mit Farbbällen bewerfe. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich hasst er einfach alles. Er ist immer der Dämonenkönig. Aber er beherrscht mich jetzt nicht mehr, denn ich habe seinen dämonischen Schutz gebrochen. Zudem darf ich freudigerweise erwähnen, dass mir mehrfach zugetragen wurde, wo denn nun die Schwachstellen des Diablos sind, welche nicht, wie von mir dauerhaft vermutet, die Beine sind. Nein, das ist tatsächlich die Stelle, die am wenigsten Schaden kriegt. Am meisten Schaden macht man am, fuck, sehr schön, Schweifansatz und am Bauch. Beine sind halt wirklich nur dazu gut, dass er halt umfallen kann. Dementsprechend war es nicht allzu dumm, das von mir zu machen, bis auf halt die Tatsache, dass ich absolut gar keinen Schaden gemacht habe. Kann ja mal passieren. Scheiße. Nicht umgefallen. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, mit meinem langen Ding möglichst viel an seinem Bauch herumzukratzen, bevor ich sterbe. Bevor ich sterbe. Das hat nicht gezählt. Ernsthaft, Dämonenkönig, so ein bisschen nett könntest du schon sein. Und dann werden wir mal schauen, wie das jetzt hier so läuft. Als gerade so diese Überschläge wäre jetzt geil. Das muss ich halt auch wieder ein bisschen versuchen zu regulieren, dass ich halt nicht bei jedem Mal, er dreht sich einmal, wird im Kreis weggenommen werde. Auch dieser anfängliche Konzentration auf den Tail ist damit wohl eine sehr gute Idee. Solange bis er halt ab ist. Weil dann sind halt noch die Füße da, die man irgendwie gut treffen könnte. Und meine Flashbangs sollte ich mir auch eigentlich für den Rage-Modus aufheben. Das hat ja bisher sehr gut funktioniert. Bis auf die Tatsache, dass ich auch so ein paar Mal gestorben bin. Aber das muss ja nun keiner wissen. Und wie gesagt, solange der Tail da ist, sollte ich auch versuchen, auf ihn drauf zu gehen. Natürlich wäre es auch sehr schön, wenn man die ganzen Dämonenmittel und so, die man mit hat, auch benutzen würde. Aber das ist dann wieder so eine Pro-Taktik, zu der ich halt meistens nicht wirklich in der Lage bin, sie auch wirklich auszuführen. Würde ja Konzentration und Koordination irgendeiner Weise, ja, benutzen, brauchen und ähnliches. Und damit kann ich halt doch irgendwie nicht dienen. Nein! Aus, Dämonio! Ja, das ist jetzt mein Dämonio. Er hat nicht ganz so viele, ja, Zähne, der ist nicht ganz so fleischfresserig drauf, aber was soll's. Ist beides böse und macht nicht Aua, also macht nicht Platz. Wenn man da ganz laut Platz ruft, machen die nicht Platz. Die Definition von böse wurde gefunden. Von abgrundtief böse. Komm schon. Und jetzt noch fast gemäut. Ich sollte auch mit diesen Fastmäus aufhören, weil die bringen mich immer mehr um, als wirklich effektives nicht getroffen werden. Aber wir haben mit dem Honig mit, das heißt, an Heil-Items sollte es uns nicht schaden. Zumindest die nächsten 5 Minuten nicht. Und wie gesagt, ich sollte mir die Flashbombs für seinen Rage-Modus aufheben. Sagte er, wurf eine, während der Diablos normal war und ignorierte den Rage-Modus. Because why the fuck not? So, meine Schallbomben halte ich schon mal bereit, für den Fall, dass er irgendwann mal sich denkt, wieder normal werden zu wollen. Das sollte ja eigentlich passieren, sobald wir da sind. Ich habe was vergessen. Es tut mir leid. Es tut mir abgrundtief leid. Der Diablos kann doch riechen. Vor allem ist was anderes als sein eigener Gestank. Das geht ja gar nicht. Das muss sofort geändert werden. Und auf dem Weg dorthin, wie gesagt, ich habe mir eine Übergangsstory ausgedacht. Die Story war dementsprechend schlecht, weil ich Team Rocket eingeführt habe. Mir ist grundsätzlich nichts Besseres eingefallen. Sogar Jesse und James und Mauzi waren dabei. Und leider indirekt noch ein Relaxo. Ja, bei Pen and Paper, was nix mit Pokémon zu tun hat. Yay, stink, mein Freund, stink! Möge die Stinkigkeit mit dir sein.
dass du auf ewig in dein Rauch gehüllt bist. So, der König in der Scheiße. Willkommen beim Pöbel, mein Freundchen. Auf dass du auf ewig hier verrotten mögest. Nur mal so, nebenbei. Kurz epische Ansprache. Honey, was machst du? Einfach nicht hinterfragen. Wenn Honey wild durch die Gegend rennen will, dann rennt Honey halt mal wild durch die Gegend. Kann man halt als Jäger nicht beeinflussen, ist halt einfach so. Würde ich jetzt mal so sagen. Und da geht der Tail auch schon flöten und ich vermute, du wirst wütend sein. Nein! Den lässt es eiskalt kalt, dass sein Tail ab ist. Denkt sich, yay! Bin ich schneller! Fuck yeah! Warum sollte mich das auch stören, dass mir Körperteile fehlen? Weiß ich nicht, wäre so eine normale Reaktion. Aber ich sollte mich nicht beschweren. Ey! Wollt schon sagen, wenigstens die Schallbomben sollten in so einem Moment dann noch wirken. Apropos wirken, es wäre sehr wirkungsvoll, wenn ich mir jetzt mal wieder so ein kleines Tränkchen gönnen würde und nehmen würde. Das ist immer wieder wunderschön. So, willst du jetzt mal ganz kurz? Hier, hier? Kriegst mich? Beiß mich? Schlag mich? Gib's mir? Nein, er kriegt sich wieder ein. Okay. Kommt halt die nächste Schallbombe in ja fucking face. Ich liebe es, dieses Schallbomben-Spammen. Das ist genauso wie Blitzbomben beim Tickrex. Wenn man das durchgehend hinkriegen würde, hat das Monster einfach sowas von gar keine Chance. Kommst du mal raus? Nein, eigentlich nicht. Verdammt! Die Schallbombe war verworfen. Aber na gut, was soll's. Jetzt können wir eigentlich direkt mit den Blitzbomben weitermachen. Wenn er sich nicht dauernd eingraben würde, aber von mir aus, wenn er denkt, er muss das tun, will ich ihn auch nicht davon abhalten müssen. Okay. And he's gone. Gut, so Rückenpanzer kann man eigentlich auch immer mal gebrauchen. Momentan sieht es tatsächlich gar nicht so bescheuert aus. Ich meine, wir sind auch noch am Anfang der Quest. Ich gebe zu, wir müssen noch ungefähr 40 Minuten, 30 Minuten weiterkämpfen, bis wir ihn fast tot haben, aber die ersten 10 Minuten könnten eigentlich immer so laufen. Also bis auf die ganzen Megatränke, die ich verbraucht habe. Die zwei Schallbomben, die ich daneben geworfen habe. Okay, es war kacke. Okay, es war abgrundtief kacke. Ich gebe es zu. Aber Einsicht ist der beste Weg zur Besserung. War eigentlich auch der erste Schritt. Auch der Synchronsprung von Zephalos und Diablos soll mir nicht aus den Augen gegangen sein. Ich hoffe, ihr habt ihn auch bemerkt. War ja schwer zu übersehen. Wolf, Honey! Ey, er hat sich langsam eingegraben. Er soll gefälligst von der Schallbombe erwischt werden. So ein böser Dämonenkönig wird der einfach mal nicht von der Schallbombe erwischt. Besser, besser, besser. Muss man wohl noch nachhinein irgendwie nachher. Der ist doch normal. Meine Fresse. Ich meine, der ist definitiv so langsam, dass er normal sein muss. Anders geht's so gesehen gar nicht. Nicht mit dem Tail wackeln. Vielen lieben Dank. Trotzdem freut sich nicht in seiner Nähe waren während des Angriffs. Ich sollte hier weg. Sehr gut. Ist nämlich immer suboptimal anzugreifen, wenn man dadurch selber Schaden bekommt. Ich weiß, man könnte jetzt fast meinen, das wäre Captain Obvious. Aber bei meiner Spielweise muss das einfach ab und zu mal erwähnt werden, damit ihr auch wisst, dass ich das weiß. So, ich glaube, das war der falsche Angriff. Genau, weil wenn ich normal zuschlage, habe ich halt irgendwie durch mystische und wundersame Weise diesen Windschutz. Wenn ich aber das nicht tue, habe ich ihn nicht. Daher ganz gut, wenn ich da mal kurz ein bisschen immer wieder meine Kräfte demonstrieren will, um zu zeigen, yay, ich kann schlagen. Um halt da den Wind nicht mit abzubekommen, auch wenn es nur Trockenübungen sind. In der Wüste hat man halt eben nicht mehr zur Verfügung. Da muss man halt auch wirklich mal mit Trockenübungen leben.